Und das haben wir auch schon wieder. Ja, ich weiß gar nicht, was wir heute so machen wollen. Eisen. Da war doch was. Ach ja, genau. Ich wollte ja heute in den Gamma-Sektor. Ja, ich erinnere mich doch wieder. Nur immerhin. Jetzt habe ich schon mal vor, was ich machen will. Der kann weg. Das bleibt dann mal. Das kann weg. Naja, das passt einfach nicht. So, komm weg. Das Fass bleibt bei uns. Für die Schneeplaneten. Sowas. Ja, das können wir erstmal drinnen lassen. Sieht doch schon mal gut aus. Wir haben auch noch 100 Kohle. Das heißt, wir werden wahrscheinlich erst nochmal hier in diesem System bleiben müssen, bis wir wirklich genug Rohstoffe zusammengekriegt haben. Okay, 46. Ich brauche. Wie viel brauche ich denn eigentlich? 20 und 20, also 40. Das heißt, ich brauche noch 38, weil ich zwei ja noch habe. 38 ist es also. Dann machen wir das doch einfach mal. So. Jawohl, dann machen wir uns erstmal den hier. Und dann nehmen wir den Helm mal nach unten. Lalalala. Und da ist der Scout-Helm. So, wunderbar. Wie sieht das denn eigentlich so an sich aus? Ich finde, das kann man auch so tragen. Sieht so ein bisschen aus wie... Ja, so ein bisschen Halo-artig, finde ich. Okay, das heißt, wir haben noch ein bisschen Kohle da. Das reicht sogar. Das ist stark. Ach, stimmt, glatt vergessen. Wahrscheinlich brauche ich jetzt doch nochmal Stil. Und ich habe gerade meine ganze Kohle weggemacht. Ja, 5 Stück, ja klasse. Dumm gelaufen. Ist jetzt echt dumm gelaufen. Wir gehen einfach mal noch. Ach, komm, wir gehen mal hier auf den Planeten drauf. Kann ja nicht schaden. Wir gehen mal auf den Mond. Den Mond, auf den gehen wir jetzt. Nein, das kann ich nicht einschmelzen. Das kann ich noch einschmelzen. Ich muss mal ein bisschen mein Inventar ausleeren. Leute, es ist ja wieder voll geworden hier. Weg, weg. Das bleibt alles mal. Komm, das können wir auch mal gerade löschen hier, bevor wir dann noch irgendwas voll kriegen. Na komm. Wirf es weg. Na los. Weg damit. Okay, das heißt, wir haben noch Eisen und... Ach Gott. So, dat und dat. Silber können wir noch einschmelzen. Das Kupfer können wir ja theoretisch auch noch einschmelzen. Ich bin erstmal gespannt, wie schnell ich hier auf diesem Mond sterben werde. Denn da ist es ja auch kalt, leider. Das passt eigentlich perfekt, wunderbar. So. Schauen wir uns doch mal hier unten um. Okay. Mir ist schon mal nicht zu kalt. Das ist schon mal schön, dass mir nicht zu kalt ist. Das liegt vielleicht auch an dem Helm und allen drum und dran. Ich glaube, hier dürfte man auch alles sehr leicht abbauen können. Die Schwerkraft ist niedriger. Also wir können höher springen. Die will uns doch noch nicht angreifen. Entschuldigung. Das wollte ich. Nicht. Ach. Ja, jetzt weiß ich, wo das Problem war. Wir brauchen Luft. Gab es denn nicht mal so einen Oxygen-Tank oder sowas?
Ich weiß, sowas gibt's. Aber wo? Wo gibt's diesen Oxygen Tank? Das wäre echt mal gut zu wissen, weil das ist dann immer praktisch. Dann kann man so lange unter Wasser bleiben, zum Beispiel auch, wie man will. Holiday Crafting Needs, was haben wir hier denn? Schokolade! Ach ja, genau, das waren die ganzen Sachen. Na, das brauchen wir nicht. Die machen wir rein. Oxygen Tank. Ah, ich weiß, den konnte man machen, aber ich habe keine Ahnung mehr wo und wie und. Warum? Ach nee, warum weiß ich ja. Okay, und das heißt, nochmal nach unten. Wir brauchen nämlich immer noch ein bisschen was an Kohle, glaube ich. Das ist halt das Blöde hier. Dass uns halt die Luft fehlt, ist auch kein Wunder. Wir holen jetzt einfach nochmal so viel, wie wir nun können. Wir probieren es einfach mal aus. Bist du? Ja, böse. Okay. Da ist noch ein bisschen Kohle. Oh, hier hat auch jemand ein Lager aufgeschlagen. Okay, das bringt leider nichts. Na gut. Ab nach oben. In Sicherheit. Und wir machen jetzt erstmal noch 5. Sehr gut. Starbucks Upgrade. Zack. Und benutzen. Starbucks updated. Gamma-Sektor ist nun möglich zu bekommen. Survival System. Das war's. Hier. This backpack creates a breathable field of oxygen around the wearer. Das ist das, was ich haben wollte. Dura-Stil. Dura-Stil. Oh Gott, brauche ich dafür Stil? Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Titanium. Bla 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 bla. Stil, Stil. Alles nur Stil hier. Titanium. Dura-Stil. Kann man das irgendwie erstellen? Dura-Stil, Dura-Stil. Nö. Okay, dann können wir eigentlich losfliegen. Ab in den Gamma-Sektor. Das kann ja was werden. Savannah, das ist aber auch was Neues. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Asteroidenfeld ist auch neu für mich. Wir gehen einfach mal hin. Dschungelplanet und los. Und während dem Flug werden wir uns etwas anhören. Was haben wir denn hier? Ich hoffe, Ihnen hat die Musik auf diesem Flug gefallen. Na, hoffentlich. Und ab da unten. Guten Tag. Jetzt wird es nämlich knifflig für uns. Ja, wenn wir jetzt nämlich hier unten sind, wir sind stärker. Was meine ich damit? Wir sind aber um einige stärker. Die halten um einiges mehr aus.
Boah, oh, so scheiße auch, du Kacke. Boah, Alter, sind die stark. Hui! Holy! Sind das Diamanten? Oh, Diamanten! Ich brauche überhaupt nur eine Platinum-Spitzhacke und noch keinen Diamant-Spitzhacke. Also, Diamant-Spitzhacke können wir jetzt gleich wahrscheinlich auch machen. Ja! Das da oben sieht aus wie Titanium. Das sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus. Also, von Rohstoffen her ist das hier eigentlich gar nicht so schlecht. Nein! Puh. Komm schon, baus endlich ab. Baus ab, baus ab, baus ab. Jawohl. Auch wenn es nur Silber ist, man muss ja alles mitnehmen. Und jetzt, je weiter wir auch in so höhere Sektoren kommen, desto mehr ist auch an der Oberfläche an Rohstoffen, soweit ich mich da erinnere. Von daher können wir damit doch sicherlich gut arbeiten. Und hier gibt es auch überall Bandages, das ist auch ganz praktisch. Ach ja, ich sollte vielleicht einfach mal dafür sorgen, dass ich nicht sterbe. Was passiert? Das geht mir auch knapp. Ich glaube, da war gerade was vergiftet, ja. Genau das. Vergiftet halt, ne? Shit. Hab ich gar nicht gemerkt. Okay, das ist schon mal kein schöner Planet. So viel ist schon mal klar. Aber sieht doch für uns gerade von Rohstoffen her echt gut aus. Und wir erkunden natürlich wieder das Festland hier. Ich habe auch noch nie hier bei einem See gesehen, aber es geht ums Prinzip. Da sollte man nicht unbedingt reinfallen. Das ist immer etwas unpraktisch. Huh! Dass wir hier relativ hoch springen können. Und das hier sieht doch stark nach Rohstoff aus. Oh, oh, wow. Das ist einiges an Silber. Oh, es hat mich gefunden. Wow! Wow! Die Drecksviecher! Ich bin fast tot! Okay, Notiz an mich. Ich brauche unbedingt ganz viel Titanium, damit ich hier überleben kann. Besonders brauche ich jetzt erstmal eine Titanium-Waffe. Boah, die Viecher meint's ernst. Da muss man aufpassen. Das ist das Problem, wenn man immer in einen neuen Sektor kommt. Da kann man recht schnell sterben. Leider. Oh, noch so Viech. So, das ist doch Platinum, oder? Nein, Silber. Schade. Aber das hier ist Titan. Schon so stark denn raus. Oh, gut, das, ich wollte gerade schon sagen, oh, verdammt, das ist ja nichts Schönes, und zwar Gift. Oh, oh. Schon, das Tief wäre ja auch nicht böse. Das ist praktisch. Finde ich gut, wenn mich was nicht angreift. Das kann immer nur von Vorteil sein. Hier haben wir noch ein bisschen Silber. Ich glaube, Silber werden wir irgendwann auch deutlich genug haben. Komischerweise. Ich weiß gar nicht warum. Das hier sieht aber. Das könnte alles Platinum sein, aber ist es nicht. Doch! Haha! Wurde aber Zeit.
Hier ist ein bisschen dunkel, ne? Oh, zwei Kisten, das ist stark. Gold Pickaxe. Waffe. Eine Waffe. Ja, deutlich besser. Kuchen. Apple Pie. Und ach, da können wir alles mitnehmen hier. Das war mal was Schönes. Die greift zwar nicht so schnell an, aber sie ist stark. Das ist praktisch dabei. Hier sehe ich noch einmal Platinum. Titanium-Ohr. Wie stark ist das? Okay, jetzt brauche ich nur noch zwei Schläge. Das ist doch schon mal ein guter Fortschritt. Ich muss gleich mal schauen, wie viel Titanium-Ohr ich jetzt habe. Da habe ich jetzt 20. Das wird noch lange nicht reichen. Gehe ich mal von aus. Von daher, weiter sammeln. Down. Da kommt wieder so ein komisches Fliegeviech, da will ich mich lieber gleich vom Acker machen. Die Viecher sind irgendwie ganz schön fies. Ah, Matsch. Boah! Okay, jetzt ist es gefährlich. Alter. Die sind echt ganz schön hart. Ich sollte ein bisschen mehr aufpassen, weil meine Rüstung ist halt momentan nicht die beste. Dadurch, dass ich nur zwei Schläge brauche, ist es schon mal praktisch geworden. Aber so geil ist das jetzt momentan auch noch nicht. Oh Gott. Ich werde sterben. Uah! Nein! Nein! Oh Gott. Hey, guys. Direkt in die Arme gesprungen. Das Einzige, was gut ist, man kriegt hier einiges an Geld. Zum Beispiel 120 Pixel, das ist schon mal ordentlich. Aber, naja. Wir brauchen einfach Rohstoffe. Es ist halt leider so. Oh, das ist nochmal Diamant. 40 und die ist schneller. Deal. Hat zwar nicht so eine große Reichweite, aber sie ist schon mal schnell und das ist mir sehr wichtig. Stimmt, der ist ja nett. Hier haben wir nochmal einen Diamanten. Also ein Diamantohr. Ich glaube, für einen Diamanten braucht man 4 Diamantohr. Das ist schon übel. Du ja nicht. Boah, die Waffe ist aber kacke. Präventionsmaßnahmen. Weil die werden die Viecher jetzt härter werden. Brauche ich doch wieder 3. Boah, jetzt was? 4? What? Könnte auch an der Nacht gelegen haben. Wahrscheinlich. Upsi. Lalalala. Bin ich jetzt eigentlich das erste Mal gestorben? Ich habe keine Ahnung. Okay, wie sieht's aus hier? Erstmal. Einschmelzen und schauen, was es hier so gibt. Das kann weg. Das tauschen wir jetzt einfach mal gerade aus. Dann brauche ich jetzt gerade nichts mehr aufbrauchen. Das kann weg. Jetzt mit 10 Barren. Ja. Ist jetzt nicht die Welt, aber wir kriegen genau 8 Platinum-Ohr jetzt zusammen. Das heißt, wir können uns die nächste Spitzhacke machen. Das war äußerst praktisch. So, wo haben wir das denn? Wo haben wir das denn? Okay, das können wir scheinbar nur hier machen. Platinum Pickaxe, jawoll.
So, jetzt brauchen wir nur noch Diamond und dafür braucht. Oh, das kostet auch so viel Geld. Aber naja, jetzt können wir irgendwie schon mal schnell abbauen. Okay, das sind die Waffen. Ich nehme das Awesome Broadsword. Ist nämlich besser. Okay. Ha. Ich glaube, es ist ein bisschen lang geworden. Aber ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.